Margaret Rudin sitzt in einer Zelle im Zentrum von Las Vegas. Sie wird den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen, denn ihr wird vorgeworfen, ihren fünften Ehemann ermordet zu haben. Man nennt sie die schwarze Witwe. Aber der Fall ist komplizierter, als er scheint, denn ihr Leben verlief noch unruhiger als der Weg, der sie hierher führte. Es fällt mir schwer, nicht zu weinen, aber fahren Sie fort. Las Vegas ist eine Money-Town. Las Vegas ist die Stadt des Geldes. Alles dreht sich hier um Geld. Die Vorstellung, dass jemand seinen Ehemann wegen Millionen von Dollar auf dem Gewissen haben könnte, fasziniert die Leute. Wenn dann noch dazu kommt, dass sie 3 Jahre lang untergetaucht war, wird aus der Sache ein verdammt spannender Krimi. In einer Stadt, in der mit einem Wimpernschlag Millionen von Dollar über die Spieltische gehen, hat der Fall der schwarzen Witwe die Staatsanwälte und die Öffentlichkeit über 5 Jahre lang in Atem gehalten. Das lag nicht allein daran, dass die Verdächtige flüchtig war, sondern auch daran, dass das Opfer, der 64-jährige Ron Rudin, ein mächtiger Mann dieser Stadt war. Er war ein Mann von hier, der immer hart gearbeitet hat. Er war einer von uns. Deshalb verstaubte seine Akte auch nicht in irgendeiner Schublade. Sie nahmen die Sache sehr ernst und sein Fall wurde mit der größten Dringlichkeit behandelt, was großartig war. Denn es gab zu dieser Zeit weitaus bedeutendere Fälle. And that's fantastic. Because there are other more famous things that have happened here. Ron Rudin war ein schillernder Multimillionär, Immobilienmakler, Unternehmer und Waffenhändler in einer Person. Er hatte eine große Schwäche für Alkohol und Frauen. Sein Bürogebäude lag weit außerhalb des Zentrums, im Nordwesten der Stadt. Dahinter erstreckte sich ein gut gesichertes Gelände. Hier lebte er mit seinen Waffen und mit jeder seiner Frauen. Und hier starb er, als er mit seiner fünften Frau verheiratet war. Margaret war eine bei Gesellschaften geschätzte, sehr schöne und elegante Frau und sie konnte sich sehr gut ausdrücken. Am Anfang lief alles bestens zwischen ihnen, aber wer sie besser kannte, sagte, dass ihre Liebe nach der Hochzeit schnell abkühlte und irgendwann begann sie zu erzählen, dass er Affären hätte. Ihre Schwester gab vor Gericht zu Protokoll, dass Margaret sogar die Telefone im Büro ihres Mannes abgehört hätte. Ron Rudin verschwand im Dezember 1994. Sein schwarzer Cadillac taucht auf einem Parkplatz eines Nachtclubs mit dem Namen Crazy Horse 2 auf. Einen Monat später kam sein Körper weit entfernt von seinem Wohnort in Nelson Landing am Colorado River zum Vorschein. Ein Fischer machte den grausigen Fund. Ron Rudins Leichnam lag verbrannt in einer antiken Truhe. Sein unverwechselbares Armband, das seinen Namen trug, lag mit in der Truhe. Sein von Kugeln durchlöcherter Kopf fehlte. Er war weggerollt. Die Polizei verdächtigte Margaret lange vor der Identifizierung der Überreste. Uns fiel auf, wie widerwillig sie mit den Ermittlern der Vermisstenabteilung sprach. Und dass sie sogar gezögert hatte, ihn überhaupt als vermisst zu melden, erregte unseren Verdacht schon sehr früh. Einer der Kripo-Beamten sagte, dass, als er Margaret die Nachricht vom Tod ihres Mannes überbrachte, sie zuerst reglos war und dann mit den Fäusten ihre Augen rieb. Er wunderte sich zuerst und hatte dann den Eindruck, dass sie versuchte, ein paar Tränen rauszupressen, um verzweifelt auszusehen. Glenn Pewitt hat die ganze Geschichte für das Las Vegas Review Journal dokumentiert. Wie die Polizei versuchte, den Fall vor Gericht zu bringen und daran scheiterte, die Geschworenen von ihrer Schuld zu überzeugen, obwohl die Beweislast erdrückend war. Denn Ron hatte kurz nach der Hochzeit eine seiner Waffen als gestohlen gemeldet und im Schlafzimmer konnte kriminaltechnisches Beweismaterial sichergestellt werden. Es kam erschwerend hinzu, dass sie den Mann fanden, den Margaret in den Tagen nach dem Mord in ihr Schlafzimmer gerufen hatte. Er bezeugte, dass Blutspritzer an der Wand waren und dass er gebeten wurde, eine vollgeblutete Matratze wegzuschaffen. Er bezeugte auch, dass, als er ins Bad kam, eine zähe rote Flüssigkeit im Abfluss blubberte, die aussah wie Blut. Die Polizei vermutet, dass Ron Rudins Überreste im Bad zerhackt worden waren, damit sie in die Truhe passten. Ron Rudin's remains were cut up so that they could be fit into this trunk.
Schon früh hoffte die Polizei, dass ein junger Mann namens Yehuda Sharon den Beweis liefern könnte, um Margaret des Mordes anzuklagen. Er war ihr enger Freund und ihr Finanzberater. Einige Zeugen behaupteten, er sei ihr Liebhaber gewesen. Die Polizei hatte den Verdacht, dass er in diesen Fall verstrickt war. Doch offenbar wurde ihm von der Anwaltskammer des Bezirks von Clark County Immunität gewährt. Diese Entscheidung wurde stark kritisiert, weil zu diesem Zeitpunkt noch keiner wusste, was er zu sagen hatte. Als sie ihn dann zur Aussage brachten, leugnete er, mit der Sache etwas zu tun zu haben oder irgendetwas darüber zu wissen. 1996, über ein Jahr nachdem Rons Leiche gefunden worden war, kamen die Ermittlungen zum Erliegen. Also setzte die Polizei all ihre Hoffnungen auf einen Gerichtsstreit, in dem es um Rons 11 Millionen Dollar Vermögen ging. Ron hatte offensichtlich große Angst davor, Opfer einer Intrige zu werden. Laut seinem Testament sollte Margaret 60% bekommen, aber er ließ seine Anwälte eine Klausel einbauen, die besagt, dass wenn er eines unnatürlichen Todes sterben sollte, alle dafür Verantwortlichen vom Erbe ausgeschlossen werden sollten. Einige, die Ron nahestanden und die in seinem letzten Willen erwähnt wurden, fragten sich, ob Margaret überhaupt etwas von seinem Vermögen verdiente. Die Polizei nahm an, dass sie in ihren Aussagen möglicherweise Dinge verraten würde, die sie belasten könnten. Doch nach ein paar Verhandlungstagen gab Margaret nach und stimmte einem Vergleich mit den anderen im Testament erwähnten Personen zu. Unsere Zeitung fand heraus, dass sie schätzungsweise 550.000 Dollar erhielt, aber von einem Großteil der Summe musste sie ihre Anwälte bezahlen. Wenn die Theorie der Anklage stimmt und sie ihren Mann des Geldes wegen ermordet hat, hat es sich nicht wirklich gelohnt. Margaret Rudin wäre niemals angeklagt worden, hätte es im Juli nicht eine plötzliche Wende gegeben. Für die Polizei grenzte der Fund an ein Wunder. Sie hatten nicht genug Beweise, bis ein Taucher im Lake Mead zufällig auf eine Plastiktasche mit einer Schusswaffe stieß. Die ballistischen Untersuchungen ergaben, dass es sich um die Waffe handelte, mit der Ron Rudin erschossen wurde, und dass es genau die Waffe war, die bereits Monate vor seinem Tod aus seinem Haus verschwunden war. Is the gun that disappeared from Ron Rudin's house months before his death. Es dauerte über zwei Jahre, bis Margaret Rudin schließlich im April 1997 wegen Mordes angeklagt wurde. Und es sollte noch viel mehr Zeit vergehen, bis sie schließlich im Untersuchungsgefängnis von Clark County auf ihren Prozess wartete. Denn Margaret Rudin war geflohen und während sich der Arm des Gesetzes nach ihr ausstreckte, trat ein überraschendes Bild der schwarzen Witwe zum Vorschein, das nicht ohne Widersprüche war. Um besser urteilen zu können, werfen wir einen Blick auf ihren Lebensweg. Sie ist in erster Linie eine Mutter. Sie ist ein warmer und herzensguter Mensch. Sie würde ihr letztes Hemd geben, um jemandem zu helfen. Meine Mutter ist sehr fürsorglich. Sie kümmert sich rührend um andere. Ich bin hoffnungslos romantisch. Ich denke immer noch, dass der nächste Mann genau das verkörpert, was ich mir immer gewünscht habe. Beantwortet das Ihre Frage? Does that answer your question? Margaret Rudin wurde in Memphis, Tennessee geboren. Sie wuchs vermutlich im Süden auf, doch selbst an ihrem Geburtsort lebte sie nur für kurze Zeit. Ihr Leben war von ständigen Umzügen geprägt. Ich wuchs überall und nirgends auf. Wir sind ständig umgezogen und ich war bis zum Highschool-Abschluss auf 22 verschiedenen Schulen. Ich wohnte während 15 Jahren in 15 Staaten. Ich hatte keine Heimatstadt. Ein Mann hat Margaret Rudins Lebensweg von Anfang an bestimmt. Ihr Vater, Hollis Frost. Er war ein dominanter, herrschsüchtiger Mensch. Er duldete keinen Widerspruch und man konnte nicht mit ihm diskutieren. Alles musste nach seiner Vorstellung funktionieren. Er war sehr religiös, geradezu fanatisch. Und vielleicht war er manchmal auch etwas zu streng. Wir durften zum Beispiel keine Shorts oder Trainingshosen tragen, durften uns nicht schminken oder die Haare abschneiden. Er war kein liebevoller Mensch.
Er war nicht der beste Vater der Welt und vielleicht auch etwas egoistisch. Wenn man also anfängt, sich für Männer zu interessieren, hat man all das im Hinterkopf. Man sucht immer zuerst nach dem, was einem vertraut erscheint und spielt die Rolle, mit der man sich bisher identifiziert hat. Und meine Rolle war es, unterwürfig zu sein. Margaret verließ als Teenager ihr Elternhaus und ging direkt zum Altar. Ich heiratete am 2.2.62 um 2 Uhr. Das kann man sich gut merken. Ich war 18 und mein Mann war 20. Margarets erster Mann war Schreiner. Das Paar ließ sich in Winthrop Harbor, einer Kleinstadt nördlich von Chicago, am Ufer des Lake Michigan nieder. Sie hatten 2 Kinder. Wir hatten eine sorglose, normale Kindheit. Die Familie war das Wichtigste. Alle legten großen Wert darauf, zusammenzubleiben, zusammenzuhalten und dass man sich aufeinander verlassen konnte. Endlich war in Margarets Leben Ruhe eingekehrt. Sie besuchte das College und arbeitete als Maklerin. In dieser Kirche ging sie zu den Gottesdiensten, aber ihren Frieden fand sie am Ufer des großen Sees. Sie liebt diesen Strand. Wir haben hier Picknick und lange Spaziergänge gemacht. Sie kam auch oft alleine an den See und genoss die Einsamkeit. Doch nach 10 Jahren ging die Ehe in die Brüche. Sie blieben Freunde und ich sah meinen Vater jeden Tag. Soweit ich weiß, haben sie sich nie gestritten. 1981 hatte Margaret Rudin bereits 3 Ehen hinter sich. Sie entschloss sich, mit ihren Kindern, die bereits Teenager waren, umzuziehen und in der Stadt der Träume ihr Glück zu suchen, in Las Vegas. Ich glaube, sie dachte, eine Veränderung würde ihr gut tun. Sie mochte den Schnee und die Kälte nicht. Einige unserer Freunde aus Illinois, wo wir damals lebten, sind nach Las Vegas gezogen. Ich kam dann auch hierher, weil es etwas Familiäres hatte. Es ist leichter, an einem neuen Ort Fuß zu fassen, wenn man Freunde dort hat, die einem ein paar Türen öffnen können. Sie hat in Las Vegas nicht sofort wieder geheiratet. Wir lebten uns ein, ich ging zur Schule und sie zur Arbeit. Dennoch hat Margaret Rudin kurz nach ihrem Umzug erneut geheiratet. Er war ein Geschäftsmann und die Ehe hielt nicht lange. Unser Lifestyle hat sich nicht groß verändert. Ich erinnere mich nur, dass die Häuser immer größer wurden. Meine Mutter trug keine Pelze, teuren Schmuck oder fuhr dicke Autos. Er hatte eben einfach Geld. I think he happened to have had money. 1987 war ein entscheidendes Jahr für Margaret Rudin. Sie verlor den wichtigsten Mann in ihrem Leben, ihren Vater, und sie lernte ihren nächsten Ehemann kennen, Ron Rudin. What a sway when I call your name, like a summer sway, a girl at a play. You just keep looking my way. Ihre Blicke trafen sich in einer Kirche, der Reverend Raymond Carp's First Church of Religious Science. Sie war eine attraktive Frau und er war sehr angetan von ihr. Natürlich ist eine hübsche Frau bei den Singles der Gemeinde sehr gefragt. Er saß in der Kirche in der Reihe hinter mir. Nach dem Gottesdienst brachte er mir eine Tasse Kaffee und fragte mich, ob ich ihn zum Mittagessen begleiten wolle. Er war gut aussehend und eher zurückhaltend. Er hatte etwas von einem Macho. Das gefiel mir. Margaret sagt, es war Liebe.